meine lieben Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Türchen in meinem Adventskalender. Heute mit Lena Schnabels Meine Suche nach dem Nichts. Ein Buch, in dem wir Lena Schnabel, die Autorin, begleiten auf einer Reise, auf einer Pilgerreise, die mal in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Man kennt ja sehr oft schon mittlerweile den Jakobsweg, der ist relativ bekannt, natürlich auch durch Harpe. Aber hier treffen wir auf Lena Schnabel, die nach einer längeren Krankheit als junge Journalistin aufbricht und nach Japan reist, um dort im Grunde im Kreis zu gehen. Denn dieser Pilgerpfad geht einmal drum herum, es geht auf und ab, es sind knapp 1300 Kilometer und sie hat 88 Stationen, in der Regel sind das Tempel, die es auf dieser Pilgerreise zu entdecken gibt. Und wir sind hier eben in Japan, wir umrunden Shikoku, ist glaube ich die Stadt, und wir umrunden irgendeinen Berg, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere und mir das damals auch gar nicht aufgeschrieben habe in meiner Notiz. Von daher müsst ihr mir das jetzt glauben, dass das irgendein Berg gefühlt ist, der sehr bekannt ist. Ja, Lena Schnabel bricht auf, nachdem sie krank ist, nachdem sie nicht so richtig weiß, wie sie in ihrem Leben weitergehen soll, was so in ihrem Leben auch passieren soll, und stellt sich das anfangs relativ einfach vor, aber wie das dann wahrscheinlich sehr oft ist beim Pilgern, merkt man doch recht schnell, oh, ich habe mir da wohl ein bisschen viel vorgenommen. Und gerade noch als alleinreisende Frau macht sie sich natürlich auch so ein paar Gedanken darüber, trifft aber natürlich auch auf weitere Pilgerer oder auch auf Einheimische, die alle ihr entgegenkommend sind, die ihr Tipps geben, die auch mit ihr manche Route laufen. Und wir erleben eben in Lena den Wandel von dem anfänglichen Zweifeln, von den Gedanken, die sie zu Beginn hat nach ihrer Krankheit, was sie bewegt hat, was sie bestürzt hat, was sie verändert hat, bis hin eben, dass sie jetzt einfach auf die Suche geht und gefühlt nichts findet und doch alles und vor allem auch sich selbst. Und Lena Schnabel macht das mit sehr viel motivierenden Worten, mit ehrlichen Gedanken, die sie wirklich auch direkt ausspricht, was ich großartig fand, was einen auch wirklich trifft, worüber man sich dann auch selbst Gedanken macht. Und diese Faszination dieses Pilgerweges, die konnte ich auch absolut nachvollziehen. Den gibt es wohl schon seit über 1000 Jahren und fand ich mega spannend, weil man gefühlt hier im europäischen Raum gar nicht so viel darüber weiß. Da kennt man ja eher die christlichen Pilgerwege und gar nicht so die hinduistischen, buddhistischen, was es ja in diesem Fall aber dann ist. Und das fand ich auch mal mega spannend zu sehen. Auch die Umgebung kommt in den Beschreibungen von Lena Schnabel nicht zu kurz, was ich wirklich großartig fand, weil man sich da natürlich dann auch so ein bisschen einfinden konnte auf die Gegebenheiten vor Ort, auf die Tempel, wie sind im Grunde auch die Mönche so drauf, wenn sie auf eine europäische Frau treffen, was sind da Gedankengänge, welche Gespräche ergeben sich, man trifft andere Pilger, was bewegt die, was geschieht mit den eigenen Gedanken, und man kann auch sehr schön in dem Buch so ihren Gedanken folgen und mit ihr wachsen, mit ihr diesen Weg gehen. Und das hat sie sprachlich sehr gut gemacht in diesem Buch. Das hat mich sehr fasziniert, hat mich sehr mitgerissen, und ich hatte das Buch noch sehr, sehr lange im Kopf, und auch jetzt bei dieser Liste war relativ für mich schnell klar, dass dieses Buch da drauf muss. Und es muss definitiv noch als echtes Buch her, denn es ist wirklich für mich ein Highlight-Buch in diesem Genre und muss auch dann faktisch und echt und haptisch im Regal stehen, denn ich fand es wirklich großartig. Eine tolle Geschichte, eine Reise zu sich selbst, eine Reise in ein ganz anderes Land, auf einen ganz anderen Kontinenten, auf einen Weg, wo man erstmal denkt, ist ja überhaupt was für mich, und man aber relativ schnell merkt, dass es manchmal gar nicht auf die Umgebung ankommt, auf den eigentlichen Weg, sondern auf was man auf diesem Weg im Grunde im Grunde bereist, was einen auf diesem Weg begegnet und was man daraus macht. Ein tolles Buch, ein toller Reise-Pilgerbericht, den ich wirklich absolut nur empfehlen kann. Und das war jetzt auch schon das 10. Türchen. Ich wünsche euch weiterhin eine wunderbare Adventszeit und bis zum nächsten Türchen. Macht's gut!